Die Ozeane auf der Welt sind aus unterschiedlichen Gründen ziemlich wichtig. Zum Beispiel sind dort jede Menge Tiere zu Hause. Viele verschiedene Arten leben hier, zum Beispiel Quallen, Krebse, Fische, aber auch Säugetiere wie Wale oder Delfine. Für sie alle und auch für viele Pflanzen ist das Meer ihr Lebensraum. Aber nicht nur für Tiere und Pflanzen sind die Ozeane wichtig, auch für uns Menschen. In den riesigen Wassermassen wird jede Menge CO2, also Kohlenstoffdioxid, gespeichert. Denn genau wie Bäume sorgen auch Meerespflanzen dafür, dass wir Luft zum Atmen haben. Die Hälfte unserer Atemluft wird von Meerespflanzen gemacht. Sie nehmen Kohlenstoffdioxid, also CO2, aus der Luft auf und geben Sauerstoff ab. Weil die Ozeane riesige Mengen CO2 aufnehmen, helfen sie dabei, dass sich die Erde nicht noch weiter erwärmt. Und noch etwas ist wichtig. Viele Menschen leben vom Meer. Einige arbeiten als Seeleute, andere fangen zum Beispiel Fische und verdienen damit ihr Geld. Und viele Menschen ernähren sich auch von Tieren und Pflanzen aus dem Meer. Die Meere sind also super wichtig, nicht nur für die Tiere, die darin leben, sondern auch für die Menschen und das Klima auf der Erde.